sagte ja schon, ich bin Wirbelsäulenpatient und ich habe vor meiner letzten fünften Operation im Lendenwirbelsäulenbereich ganz starke Schmerzen gehabt. Die waren hier hinten im Po und die sind dann so vorne bis zum Knie runtergegangen, über die Hüfte, sodass ich nicht wusste, was ist das. Und das war auf der linken Seite und dann bekam ich aber eine Lähmung dazu. Das ging ein Vierteljahr, das war so stark, die Schmerzen, dass ich kaum gehen konnte. Und dann kam aber unglücklicherweise noch eine Lähmung dazu und dann musste ich mich operieren lassen. Und das habe ich dann zu spät gemacht. Ich habe immer noch eine gewisse Lähmung da und habe ich auch so eine Orthese dran. Ja, bin operiert worden, die Lähmung ist gebremst, war gestoppt, aber die Schmerzen hatte ich immer noch. Verdammt. Das hat mir mit den Schmerzen nicht viel gebracht, war nicht viel. Und dann dachte ich mich, was gibt's denn? Ich habe immer noch so Schmerzen, es war, wie gesagt, da hinten rum. Und ich konnte kaum gehen. Obwohl, also von der Nervenleitung, das war soweit repariert. Nicht? Also die Lähmung ist auch nicht weiter fortgeschritten. Das war vorher sehr massiv. Und dann hat mir meine Frau, die hat von irgendeinem Orthopäden, mit dem wir befreundet waren, hat sie mal Bücher bekommen aus Amerika, Trigger Points. Das sind zwei dicke, schöne Lehrbücher, wo auch diese Bilder herstammen. Und da habe ich gesagt, ja, gucke ich mal rum. Wo sind Trigger? Könnte das bei mir sowas sein? Und dann habe ich den Quadratus lumborum entdeckt. Und da habe ich gesagt, Mensch, den drückst du mal. Wenn du jetzt Schmerzen hast, dann drückst du weiter. Spazieren gehen. Da habe ich immer da hinten reingedrückt. Das sind zwei Punkte, die ich da hinten so gedrückt habe, weiter in der Tiefe. Da habe ich eine Woche gemacht. Da waren die Schmerzen weg. Und man muss sich überlegen, ich hatte vorher, und das war das was mich dazu gebracht hat, war, dass ich dann Morphin-Derivate schlucken musste, eine ganze Menge Schmerzmittel. Und dann habe ich einen Blutzellzerfall bekommen und was weiß ich, und durfte gar nichts mehr nehmen. Da musste ich mir was Neues überlegen, außer den Medikamenten. Und dann kam ich auf dieser, da waren die Schmerzen weg. Triggerpunktbehandlung. Und ich erzähle auch vieles deswegen, weil wir persönliche Erfahrungen darüber haben. Selbst oder auch vom Patienten. Ja, was noch interessant ist bei dem Quadratus lumborum, wenn der pathologisch kontrahiert ist, macht den Beckenschiefstand. Und jetzt können wir uns mal überlegen, ob wir nicht bei der Dorn-Therapie, bei dem Beinlängenausgleich, wenn wir das Bein so hochheben, ob wir nicht dabei den Quadratus lumborum dehnen eigentlich. Und möglicherweise dadurch plötzlich der Beckenschiefstand weg ist. Wir wissen es nicht genau. Nicht? Aber wir wissen, dass es im Gelenk nicht unbedingt eine große Veränderung ist. Es muss an dem ganzen Bandapparat und am Muskelapparat was mit sein. Möglicherweise ist es. Aber es ist interessant, wenn man nämlich dann die Triggerpunkte auflöst, ist der Beckenschiefstand weg. Das ist interessant. Ja, was macht Kältespray? Nur das, weil es gibt ja Kollegen, die wenden Kältespray an, bei der Triggerbehandlung. Kältespray bremst diese vegetative Schmerzmeldung. So dass man da die Möglichkeit hat, den Muskel wieder zu dehnen. Nicht? Und nimmt eigentlich auch den Schmerz weg. Das ist eigentlich die einzige Wirkung von dem Kältespray. Die Meldungen zum Gehirn werden vermindert. Ja, jetzt ist eigentlich die Frage ist ganz klar. Warum können Störungen der Organfunktionen auftreten? Wir haben ja viele Verbindungen der Wirbelsäule zu den Organen. Und dadurch natürlich auch bedingt eine Möglichkeit, dass wir eine Veränderung an der Wirbelsäule haben. Und gleichzeitig ein Organ betroffen wird oder umgekehrt. Wir haben ein Organ, was erkrankt ist und an der Wirbelsäule bildet sich was. Interessanterweise, ich bin jetzt die ganze Zeit durch die Plakate da draußen durchgegangen. Wir haben eine ganze Reihe von Patienten gehabt, eine ganze Reihe. Also es waren 5 oder 6 Patienten im Lauf von 7, 8 Jahren mit massiven Herzrhythmusstörungen, junge Leute. Massive Herzrhythmusstörungen. Kam da zu dem Kardiologen, wurde alles abgeklärt, Echo und so weiter. Herzrhythmusstörungen sind geblieben. Und dann hat man überlegt, ob man Amiodaron oder irgendwelche schweren Medikamente den Patienten gibt. Und durch eine Krankenhausverbindung sind ein paar Patienten zu meiner Frau gekommen, nämlich diese 6, 7 Leute. Und die hat eine Dorntherapie gemacht. Und immer fiel ihr auf, dass der T6 und T7 etwas verschoben war. Den hat sie korrigiert. Die Rhythmusstörung weg gewesen. Und das ist interessant. Interessanterweise finde ich, dass das ist ganz witzig, draußen steht T2 für Herz, aber nicht T7 oder T6. Also das ist aber nur ein Beispiel, dass eben da
doch solche Verbindungen bestehen. Und wenn man wirklich keine Ursache findet für eine Organstörung, ist es eigentlich doch ganz wichtig, mal hinten auf den Rücken zu gucken. Es gibt ja hier von der Schmerzausstrahlung, das steht ja ein bisschen falsch, gibt es eine ganze Menge Zonen, nicht, die über dieses Rückenmark, dicke Rückenmark, eben Hautreflexzonen abbildet. Wenn hier Schmerzen auftreten, lieber Gallenblase, hatten wir schon drüber gesprochen. Es gibt sogar ein sehr schönes Lehrbuch über segmentalreflektorische Störungsmuster, zum Beispiel, dass am Rücken ein ganzes Areal hier wehtut, bei Magenerkrankungen. Das heißt, auch dort ist die Haut etwas verändert, wenn man genau hinguckt, und dort besteht eine Hypersensibilität, wenn man dort drüber fasst. Und dann kann man sagen, aha, waren Sie schon mal bei einer Gastroskopie, haben Sie nicht einen Magenulkus oder irgendwas in dieser Richtung? Ganz typisch. Hier ist übrigens das Bild. Vertebrovisceralis Syndrom mit pseudokardialer Symptomatik. Das ist ein Patient, der hat hier Veränderungen an der Wirbelsäule und hat Herzbeschwerden. Und das können eben auch Rhythmusstörungen sein. Das sind Ausstrahlungsmomente, die hier von der Wirbelsäule gehen. Also Verbindungen, wir denken einfach nur, es gibt eben Verbindungen von den Organen zur Wirbelsäule und umgekehrt. Einmal kann ein Organ krank sein und die Wirbelsäule beeinflussen, andererseits kann die Wirbelsäule beeinflusst sein und organkrank sein. Nicht? Wir wissen ja, oder wir haben ja gehört, psychovegetative Einflüsse, Wirbelsäule wird chronisch verspannt. Dadurch gibt es möglicherweise durch diese chronische Verspannung eine ganz feine Veränderung in der Stellung des Wirbelkörpers. Der Wirbelkörper selbst dreht sich ja nicht so alleine, sondern es ist die Muskel, die unmittelbar am Wirbelkörper dran sitzt, die den Wirbelkörper verändert. Und das kann dann dazu führen, dass durch diese Veränderung plötzlich ein Organ eine Störung kriegt. Ne? Über die Wirbelsäule. Ja, wir kennen die Dermatome, die meisten, das gehört zu jedem sensiblen Nervenaustritt an der Nervenwurzel, gehört ein bestimmtes Hautareal, an dem man genau erkennt, aha, in der Höhe des Wirbelkörpers kann was nicht funktionieren. Wir wissen bei Bandscheibenbeschwerden, nicht, die so im Lendenwirbelsäulenbereich ist, können wir genau unterscheiden, wenn einer am C eine Taubheit hat, dann hat er bei L5, S1 was und so weiter. Also wir kennen da genau die Dermatome. Da kann man dann sagen, aha, du hast zwar da unten eine Taubheit, aber oben an der Wirbelsäule wird eine Nervenwurzel gereizt. Ja, natürlich auch die Organe, die im Körper sind, können unmittelbar in die Rückenregion ausstrahlen und dort Schmerzen produzieren. Ja, wenn wir eine Schmerzdiagnostik machen, heißt es also für uns, wir müssen einmal gucken, lokal den Ort angucken, wo sind die Schmerzen. Wir müssen uns vorstellen, sind es vielleicht Projektionsschmerzen von Triggerpunkten, wo der Schmerz an einer ganz anderen Stelle auftaucht. Es gibt den sogenannten pseudoradikulären Schmerz. Radix ist die Wurzel, also von Schmerzen, die also ausschauen, als ob eine Wurzelreizsymptomatik besteht. Aber es fehlen, und das ist das Wichtigste, ein Defizit, es fehlen die sensiblen Ausfälle. Wir haben nur die Schmerzen, motorische Ausfälle und Reflexausfälle. Nur das, ein radikulärer Schmerz mit motorischen oder sensiblen Ausfällen, das ist der einzige Grund, sofort einzugreifen. Weil da wird ein Nerv möglicherweise irreversibel geschädigt. Aber sonst gibt es keinen Grund zu operieren. Und da muss man sich genau überlegen, was macht man. Also motorische Ausfälle, da muss man auf alle Fälle, bei sensiblen Ausfällen, das kann sich auch wieder bessern. Also Gefühlsstörungen, wenn man eine Taubheit hat oder so, kann aber auch bleiben. Motorische Ausfälle sollte man gleich operieren. Alles andere kann man, wie auch immer, anders behandeln. Ja, wir unterscheiden im Schmerz den funktionellen Schmerz und den Schmerz durch eine strukturelle Veränderung, durch eine Organveränderung. Der funktionelle Schmerz oder die funktionelle Störung ist umkehrbar, das heißt, wir können hier reparieren. Bei dem strukturellen Organdefekt können wir höchstens schmerzlindernd wirken, aber nicht mehr reparieren. Funktionelle Störung, nicht, durch unsere Berufslebensweise bedingt, ich sagte ja schon, chronische Fehlstellungen, keine richtige Muskelbearbeitung, die Muskeln verkümmern. Dadurch gibt es ein Becken, einen Wirbelschollen-Schiefstand, Gelenkkapseln versteifen, was auch immer. Das führt zu einer Störung insgesamt vom Muskelbandapparat der Wirbelsäule und kann eben dann eine chronische Fehlstellung zunächst mal verursachen, mit Schmerzen natürlich. Und wenn man das anders betrachtet,
zum Beispiel ein fehlendes oder nur einseitiges Muskeltraining oder eine Fehlhaltung führt eben dazu, dass wichtige Muskeln abgebaut werden. Eine chronische Muskelanspannung führt eben zu einer Verhärtung der Muskulatur, zu einer Veränderung vielleicht auch der Wirbelkörperstellung mit den Triggerpoints, und die Fehlbelastung führt letztendlich auch zur Veränderung in der Knorpelstruktur der Gelenkflächen. Wenn wir hier so ein Bild angucken, nicht, da sieht man, jetzt guck mal, da, oh. Ja, zunächst mal, das ist eine Wirbelsäule, die würde jeder normale Orthopäde als unauffällig bezeichnen. Auch Radiologe, nicht? Also das ist eine Wirbelsäule, die ist OB befundet von Radiologen. Und dann habe ich mir den Assistenten geholt und gesagt, guck mal genau hin. Die ist nicht OB. Der Patient hat Rückenschmerzen und deswegen kam er zur Aufnahme. Und wir sehen auch was. Wir sehen nämlich eine Fehlstellung mit dem ganz gleichen Gewicht. Und das ist fixiert. Die Wirbelkörper machen normalerweise einen feinen Bogen. Und hier sind, da kann man ganz gerade Linien ziehen. Und das ist ein ganz typisches Zeichen für antalgisch heißt Schmerzfehlstellung der Lendenwirbelsäule in dem Bereich. Das ist ein pathologischer Befund, der oft gar nicht so gedeutet wird von Ärzten. Ja, strukturelle Störung, die degenerativen Veränderungen haben wir vorhin schon, Bandscheiben gesehen. An Wirbelgelenken nennt man das Spondylarthrose, Bandscheiben, Knochensporn, Brücken, Spondylophyten. Ich zeige einfach mal kurz ein paar Bilderchen dazu. Das ist die Spondylosis deformans, das heißt, es tritt eigentlich Bandscheibenmaterial nach vorne aus, es gibt einen Reiz an den Knochen und dann bildet sich eine Knochenspange. Was ist das eigentlich von der Natur her? Von der Natur ist es eigentlich eine Stabilisierung der Wirbelsäule. Nicht? Die Knochenspannung, wir stellen vor, wenn die Bandscheiben hier enger werden, schmaler werden, würde ja eine Beweglichkeit zwischen den Wirbelkörpern entstehen. Und dadurch, dass der Körper eine Knochenspange baut, gibt es dort keine Beweglichkeit. Es war der Knochen ist, also die Wirbelsäule ist dort versteift, aber sie rutscht nicht hin und her. Nicht? Das ist sozusagen eine Arbeit der Natur, diese Wirbel sozusagen stabil zu halten, die Wirbelstellung stabil zu halten. Spondylosis deformans. Osteoporose ist bekannt zum Beispiel, nicht? Hier mit einer schweren Osteoporose, führt dazu, dass eben Wirbelkörper sich vermindern in der Höhe, das tut dann weh. Nicht? Wir, die sind ja alle mit Bändern, sobald die Bänder irgendwie verändert, belastet werden, gibt es Schmerzen. Nicht? Und das macht deswegen auch Schmerzen bei der Osteoporose bis zum Wirbelkörperbruch. Und es gibt, ja, man kann natürlich darüber diskutieren, es gibt eine schöne Methode, sage ich mal, dort in diese schwachen Wirbelkörper Zement hineinzuspritzen. Das Problem ist, wenn ich hier einmal angefangen habe, muss ich nachher die ganze Wirbelsäule bearbeiten, weil der Wirbelkörper sehr hart wird und dann in den weicheren Wirbelkörper oben einbricht. Ich habe aber Patienten gesehen mit jahrelangen Schmerzen, Osteoporose-Patienten, alles Gute, gute Heimreise, mit Knochenschmerzen, jahrelangen Knochenschmerzen, die kamen auf den Tisch, wir haben dort den Palakos-Zement hineingespritzt, und der Patient ist vom Tisch aufgestanden, hatte seit Jahren das erste Mal keine Schmerzen, Osteoporose-Patient. Und da kann man natürlich schon drüber diskutieren, ob das eine sinnvolle Methode ist oder nicht. Wir wissen aber, wie gesagt, wenn man einen Wirbelkörper behandelt hat, muss man perspektivisch alle Wirbelkörper behandeln. Die Methode wird gemacht in Lokalanästhesie, ohne Narkose, und ist eigentlich ein Eingriff, den macht man in 20 Minuten. Gar kein großes Problem. Für einen geübten und eine normale Durchleuchtung. Und, wie gesagt, von Schmerzen her, das hat mich schon sehr beeindruckt, dass die Patienten dann schmerzfrei waren. Ja, das andere ist natürlich klar, Verletzungen, Entzündungen, Tumore oder Fehler und Missbildungen, das sind strukturelle Veränderungen, da können wir mit der Dorntherapie wenig anrichten. Nicht? Hier zum Beispiel Autounfall mit einer Wirbelkörperverschiebung und dann auch ein Bruch im Wirbelkörper, eine Luxation. Patient war gelähmt auf Bein, beide Arme, beide Beine. Das ist dann operiert worden innerhalb von 6 Stunden. Patientin kann heute wieder normal gehen und normal laufen. Kleine Sache, aber man sieht, die normale Halslordose geht ja so nach vorne, ne, ist hier aufgehoben durch die Verletzung. Das heißt, wir haben eine massive Verletzung des gesamten Bandapparates hier. Also die Patientin wird immer wahrscheinlich Schmerzen irgendwie in der Wirbelsäule haben. Aber zunächst mal ist sie gerettet, dass sie nicht eben als Pflegefall im Bett liegen muss. Nicht? Aber wie gesagt, schwerer Unfall. Tuberkulose hier mit einer Auflösung
des gesamten Sakrums, wo dann hier eine Titanprothese eingesetzt wird als Ersatz. Der Bechterew, wo die Bänder verkalken, verknöchern und dann sieht die Wirbelsäule im Röntgenbild wie so ein Bambusstab aus, deswegen heißt es auch Bambuswirbelsäule. Patienten, die sehen dann so ganz typisch aus, nach vorne gebeugt. Und wenn die ins Bett liegen gehen, dann können die hier ohne Kissen erhöht schlafen. Nicht? Ein bisschen habe ich das leider auch durch meine Erkrankung. Das ist meine Erkrankung, Spondylosis hypoastodica. Da sieht man in den Wirbelkörpern hier massive Verknöcherung. Und wenn das ganz massiv ist, das ist ein anatomisches Präparat, ist die nicht nur die Wirbelsäule, es sind viele Gelenke so verknöchert. Auch eine Erkrankung, wo wir nicht wissen, woher es kommt. Ich weiß, woher ich sie habe, von meinen norwegischen Vorfahren. Dort ist sie häufig, wie der Bechterew auch. Eine Autoimmunerkrankung, weiß man nicht sonst. Ja, Spondylosis deformans, hier nochmal so ein Beispiel, solche knöchernen Ausziehungen. Hier an der Seite ist eigentlich nicht so schlimm, aber wenn das so aussieht wie hier, was ist da passiert? Der Patient kam zu uns mit einem Aneurysma, der Bauchaorta, weil hier liegt die große Bauchaorta. Und die ist durch diesen Knochensporn dauernd gereizt und wir haben den Patienten dann deswegen auch operieren müssen und die Bauchaorta dort ersetzen müssen. Ja, gute Tumoren gibt es eine ganze Menge. Da kann man eben eigentlich auch nur mit stabilisierenden Operationen was erreichen, damit der Patient wenigstens noch beweglich ist. Ansonsten wäre der Patient hier mit der Metastase im Pflegefall auf seine letzten Monate. Hier kriegt er dann noch Palakos rein. Palakos wird ganz heiß im Tumor und vernichtet dann auch noch zusätzlich die Krebszellen und stabilisiert natürlich gleichzeitig hier die Wirbelkörper. Ja, Hauptursache der Rückenschmerzen heute sind psychovegetative Störungen und ein fehlendes Muskeltraining. Verkümmerter Muskel und seelischer Stress, das sind heute die häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen.